In Berlin fand zum vierten Mal die Moto World Classics statt. 4 Tage lang konnten die Besucher vom 20. bis 24. November in 4 Messehallen Nostalgie und Historie unter dem Motto Berlin in den 1920er Jahren bestaunen. Zum ersten Mal fand die Oldtimer-Messe zeitgleich mit der Boat & Fun statt. Eine Sonderschau längst vergessener Automobilhersteller aus den 20er Jahren erinnerte an den Beginn der Mobilität. Ein Highlight dieser kleinen Sonderausstellung war der Ego 4-14 Sport, Baujahr 1922. Rudolf Caracciola fuhr 1923 in einem solchen Kleinwagen auf der Avus ein Rennen. Gleich daneben war der NAG C4B zu sehen. Mit seinem 2,5 Liter Motor und rund 40 PS erreichte der 1923 in Berlin gebaute offene Tourenwagen bereits stolze 100 km pro Stunde. Eine beachtliche Geschwindigkeit für die damalige Zeit. Im Foyer erwartete die Besucher der AGA Typ A 1620 von 1921. Der Viersitzer wirkte gegen den gegenüberstehenden Bob Sport von 1920 direkt groß. Der ausgestellte Bob Sport ist einer der letzten überlebenden Exemplare der Berliner Marke und fuhr ebenfalls einst ein Rennen auf der Avus. Auch bei den Händlern und den Privatverkäufern waren Raritäten zu finden. Darunter zum Beispiel ein Horch P240 Sachsenring, Baujahr 1958, oder ein Studebaker Rallye-Fahrzeug. In der Händlerhalle gab es exklusive und luxuriöse Oldtimer zu bestaunen. Ein sehr schöner Bentley Chinese Eye und Rolls-Royce wurden am Repräsentationsstand eines Concours d'Elegance nahe Warschau gezeigt. Das absolute Highlight auf der Messe war allerdings der im Elsass gebaute Matfor V8 von 1936 mit einer Sonderkarosserie, der den Preis des Beste erhielt. Im Großen und Ganzen stellten vor allem die Clubs die besonderen Fahrzeuge auf der Messe. Der Glasgow Mobil Club zeigte eine große Modellpalette der Marke. Darunter ein sehr sympathischer Gokomobil-Transporter und mehrere seltene Glasfahrzeuge. Der Transporter wurde mit dem Preis Das Knuffigste ausgezeichnet. Direkt gegenüber zeigte der Renault Alpine Club die gesamte Historie der Alpine, beginnend mit dem A110. Unter die Klassiker mischte sich ganz unauffällig das neueste Alpine-Modell. Zu Land, im Wasser und in der Luft. Dieses Motto trug die Motorworld auch an ihrem Stand direkt im Eingang zur Halle 22 zur Schau. An der Sonderausstellung Melkus wurden 3 Fahrzeuge des in der DDR gebauten Renn- und Sportwagens gezeigt. Neben den ausgestellten Melkus-Modellen war auch der von Uli Melkus konstruierte MT-77 Rennwagen zu bestaunen, der den Preis des seltensten entgegennahm. Selten waren aber auch weitere Exponate auf der Messe, wie der Brennerbohr Ideal von 1929 oder der Rohburger Randbus. Ein ganz besonderer Sympathieträger auf der Messe war der Barkas B100 Unfallaufnahmewagen der DDR Volkspolizei im absolut originalen Zustand, wofür er den Preis des Originalste erhielt. Echte Chromjuwelen repräsentierten die großen US-Klassiker wie der Buick oder der Edsel. Der tiefer gesetzte Ford Model A Hot Rod wurde von der amerikanischen Custom Car Legende John D'Agostino mit dem Crystal Award ausgezeichnet. Eine Bereicherung war in diesem Jahr für die Oldtimer-Liebhaber die historischen Boote auf der unmittelbar übergehenden Messe Boat & Fun. Wer wusste schon, dass Maserati einst auch Rennboote baute? Dazwischen immer wieder Oldtimer. Dahinter Luxusboote von Riva oder große Segelboote aus Holz. Wer tiefer in die Boot- und Pfannhallen eintauchte, konnte Yachten, Schnellboote, Segelschiffe oder sogar ein großes Rettungsschiff der Wasserschutzpolizei bewundern. Insgesamt besuchten 50.000 Interessierte die Messen.